Hey und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück zu einem neuen Anno 1800 Video. Heute geht's weiter in der wunderbaren Schönbaustadt und Freunde, ich habe mir den Season Pass gekauft von der ersten Season. Das heißt mit dem DLC Botanica, mit dem DLC Versunkene Schätze und dem DLC Die Passage. Und dementsprechend haben wir hier auch schon neue Aufgaben bekommen. Einmal für Gesunkene Schätze, einmal für Die Passage. Und für das Botanica-DLC haben wir zum Beispiel hier auch den Botanischen Garten. Passt natürlich perfekt zum Schönbauprojekt, weil so ein Botanischer Garten sieht natürlich auch ziemlich klasse aus. Möchte ich mich aber in dieser Folge noch nicht mit beschäftigen, sondern erst in der nächsten Folge. Denn diese Folge wollen wir natürlich nochmal weiter unsere Ingenieure nach oben pimpen, sodass sie auch langsam zu Investoren werden. Das wäre natürlich echt ziemlich cool und das wollen wir an dieser Stelle auch erreichen. Und wir haben hier passend zum Moment natürlich die Information bekommen, dass eine Expedition zurückgekehrt ist und das schauen wir uns natürlich auch mal an. Expedition kehrt zurück an dieser Stelle und wir bekommen einen Plattenwärmetauscher für Dampfschiffe. Ja, ist ganz nett, kann man gebrauchen. Einen Flammenwerfer für Kriegsschiffe, bringt uns aber für die Expedition Gefechtskunde 30, das ist soweit okay und kann man in Kriegsschiffen ausrüsten. Und das hier ist, glaube ich, das beste Item, was wir bekommen haben, das Telemobiloskop. Ganz eigenartiger Name, aber auf jeden Fall ganz cool. Erhöht die Angriffsreichweite, brauchen wir nicht, aber Expeditionsbonus da unten, Jagdglück 20 und Navigation 40 können wir auf Schiffen ausrüsten, also ziemlich cool. Sehr, sehr gutes Item, was wir hier bekommen haben. Zuvor hatte ich auch nochmal eine Expedition, kam zurück, die archäologische Expedition nämlich, und dort haben wir auch ziemlich coole Items bekommen, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das sind nämlich hier oben die imperiale Galionsfigur, 40 Attraktivität und ist Teil eines Sets, also mega cool, gefällt mir ganz gut. Dann Barbarossas Knochen haben wir bekommen, auch hier Teil des Sets, Totenkopf und nochmal 40 Attraktivität und irgendeinen anderen Schrott, genau hier noch so eine Münze. 30 Attraktivität nicht in einem Set, aber bringt uns theoretisch, wenn wir es mitnehmen, auf Expedition nochmal 15 Glaube. Glaube ist ja mit einer der schwersten Punkte auf Expedition mitzunehmen. Deswegen ganz gut, dieses Item zumindest in der Hinterhand zu haben. Das heißt, die Expeditionen sind alle vollendet. Wir hätten hier unten noch die Expedition, die Passage. Die starten wir aber, wie gesagt, in der nächsten Folge. So, wir wollen uns diese Folge um den Strom kümmern, vor allem hier in meinem kleinen Hafen fährt ja die Dampflok immer hin und her. Wir haben hier so ein bisschen was eingelagert, das ist auch soweit ganz cool. Und wir wollen jetzt natürlich versuchen, hier unsere Leute mit Strom zu versorgen. Ich habe die Kraftwerke auch schon mal aus der Blaupause geholt und ein paar Eisenbahnstrecken platziert. Primär wollen wir natürlich aber langfristig für Strom sorgen, weil wenn wir jetzt die Eisenbahnstrecke mit unseren Kraftwerken verbinden, dann haben wir kurzfristig Strom, keine Frage, aber langfristig erreichen wir nichts, weil wir dann einfach kein Öl mehr haben und dann unsere Bevölkerung weiter unzufrieden ist. Noch eine kleine andere Sache, die ich eben fix gebaut habe, sind nämlich die Glühbirnen. Das dachte ich mir, das ist eine ganz kleine Produktion. Sehr, sehr einfach und zeige ich euch jetzt einfach kurz im Schnelldurchlauf. Hier oben war eine Kohlemine, habe ich eine Mine drauf gebaut. Dann haben wir hier vorne eine Glühfadenfabrik gebaut, sodass hier für die Glühfäden die Dinger hier errichtet werden. Und Glas hatten wir einfach schon eh in Masse vorhanden. Und dann brauchten wir nur noch eine Glühfadenfabrik. Und diese befindet sich hier hinten neben den Nähmaschinenfabriken. So, das heißt, hier wird für Glühfäden gesorgt. Das passt auch ganz gut. Und davon müssten wir eigentlich auch schon einige haben. Ich gucke gerade mal nach. 17 Stück. Tendenz ist steigend. Das heißt, hier sind wir auf jeden Fall für unsere kleine Stadt ganz gut gerüstet am Anfang. So, kommen wir aber nun zum Strom. Das ist ja jetzt ein bisschen elementarer, denn wir brauchen hier für unsere Dampfschiffswerft, brauchen wir ebenfalls Strom, um hier den Öltanker zu bauen, um aus der neuen Welt Öl hier in unsere alte Welt zu holen. So, und da nutzen wir hier natürlich unsere kleine Ölbohrstätte auf Drext aus und werden hier nämlich erstmal ein paar Schienen, das ist immer das Coole an diesen Gebäuden, die haben nämlich zwei Ausgänge, ihr seht es jetzt hier. Einmal der Weg natürlich hier zum Hafen und einmal nach hinten. Und den hinteren Weg werden wir jetzt nämlich nutzen und werden den hier so ein bisschen lang ziehen. Und dann werden wir hier nämlich nochmal ein Kraftwerk bauen. Ja, ungefähr, ja, ich glaube, hier passt das sogar ganz gut, wurde auch sofort verbunden. Und dann wird nämlich hier ebenfalls Strom hergestellt.
Genau, hier geht es auch schon runter, das ist soweit ganz gut. Und können dann in der Nähe hier unsere Motorenfabrik bauen, die dann die Dampfmaschinen herstellt, die wir ja für unseren Öltanker benötigen. So, dann natürlich ein schlankes Gebäude sehen wir gerade, das passt nicht unbedingt überall hin. Ja, hier sieht es ganz gut aus. Ja, komm, platzieren wir es einfach mal hier. Hier ist auch nochmal ein Lagerhaus, das heißt, das sollte an der Stelle soweit passen. Dann warte ich, bis hier quasi das Öl eingelagert wird. Wir sehen auch schön die Strommästen hier einmal rundherum, sodass auch dieses Gebäude hier ganz gut versorgt wird. Und so haben wir eigentlich auch die Dampfmaschinen schon mal soweit hergestellt. Dann können wir im gleichen Zug, glaube ich, wir haben nämlich Kautschuk auch sehr, sehr viel vorhanden. Und soweit ich mich erinnere, die Hochräder, genau, benötigen Hochofen aus dem hier von Rewe kommt nämlich hier der Stahl und Kautschuk haben wir ja jetzt genug. Das heißt, wir können auch die Hochräder hier platzieren. Benötigen ja ebenfalls, Sekunde, ich gucke nochmal gerade nach. Genau, brauchen nämlich ebenfalls Strom. Deswegen gucken wir einfach mal, wo wir das platzieren können. Hier ist kein Platz, hier macht es keinen Sinn. Das heißt, hier unten an der Ecke, das sieht soweit ganz gut aus. So, dann haben wir hier nämlich auch nochmal das. Hier wird jetzt gerade Öl eingeliefert, 100 Stück. Das heißt, hier ist auch ordentlich Produktion am Start. Und ja, das Gebäude wird jetzt gleich, sobald hier der Balken voll ist, anfangen zu produzieren und damit hier Strom herstellen. Hier werden auch die ersten Waren schon abgeholt. Das gefällt mir ganz gut. Und dann kommen langsam die Dampfmaschinen zustande und dann können wir den Öltanker bauen, um weitere Ölquellen aus der neuen Welt hier in unsere alte Welt zu bekommen. Das ist doch schon mal echt cool und, glaube ich, ein ganz guter Fortschritt für diese Folge. Und an den Nähmaschinen hapert es noch so ein bisschen, da gucken wir uns gleich mal an, woran es hier genau liegt. Und dann, wenn der Strom am Start ist, das heißt, dann müssen wir hier unsere Werke verbinden. Das heißt, das Werk und auch hier dieses Werk. Und auf den anderen beiden gibt es ja auch nochmal zwei Werke. Dann sind die Ingenieure fertig und können zu den Investoren aufsteigen. Das schaffen wir, denke ich, dann in der nächsten Folge, wenn dann genug Sachen am Start sind, um dann hier auch mit der Dampfschiffswerft richtig loszulegen. Hier brauchen wir dann natürlich auch nochmal ein Kraftwerk, um das in Betrieb zu nehmen. Genau, so, soweit so gut. Expedition haben wir auch erfolgreich abgeschlossen, das passt alles soweit gerade. Wir können jetzt eigentlich das Museum nochmal ein bisschen erweitern. Punkt 1, weil wir jetzt echt coole Sachen haben. Aus der Bronzezeit, ich schaue mir jetzt gerade mal die Artefakte an, die wir jetzt hier so bekommen haben. Hier, das aus der Bronzezeit, das ist ja bereits ausgestellt. Totenkopf fehlen uns noch zwei. Und hier fehlen uns ebenfalls noch zwei. Das heißt, hier haben wir noch ordentlich Sachen, die hier quasi eingelagert werden können. So, aber trotzdem wollen wir ja unsere Attraktivität auch langfristig boosten mit dieser Stelle. Genau, hier können wir jetzt noch so ein Musikpavillon machen, um dann auch hier mit dem DLC quasi für Akustik zu sorgen, ein paar neue Songs einzuspielen. Das ist natürlich auch ganz cool. Machen wir dann aber auch in der nächsten Folge dann damit weiter. Da muss ich mir noch ein bisschen einlesen, auch generell einmal ein bisschen ausprobieren. Für mich ist das DLC ja tatsächlich auch komplett neu an dieser Stelle. So, jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Stahl so läuft. Auch hier habe ich so ein bisschen erweitert. Ich habe hier nochmal eine Köhlerei reingebracht, weil ich gesehen habe, wenn wir uns nochmal ein Warenhaus anschauen. So, wo haben wir denn unseren Stahl? Hier 33 Stahl, das passt soweit. Kohle mangelt ein bisschen, Eisen ist eigentlich stabil und ist ganz gut. Aber von der Kohle sieht es immer ein bisschen knapp aus. Aber 34 Eisen bzw. Stahl ist vorhanden, sodass das hier eigentlich ganz gut gerade auf dieser Insel funktioniert. So, das heißt, eigentlich sind wir ganz gut gerüstet und können eigentlich, gucken wir mal, ob wir noch ein paar, wir haben nur noch ganz schwierige Expeditionen, das ist natürlich ein bisschen schade, die können wir an dieser Stelle erstmal nicht starten. So, dann schauen wir uns an, während natürlich hier fleißig Dampfmaschinen kreiert werden, was natürlich unsere Ingenieure noch brauchen. Von den normalen Bedürfnissen ist ja jetzt alles mehr oder weniger erstmal abgehakt. Das entwickelt sich ja jetzt mit dem Strom. Aber die wollen natürlich hier, jetzt haben sie ihre Hochräder so ein bisschen bekommen, also ab und zu mal. Aber jetzt brauchen sie natürlich ihre Taschenuhren. Und für die Taschenuhren müssen wir uns natürlich die Produktionskette einmal anschauen. Wir brauchen wieder Glas, da müsste eigentlich noch relativ viel auf dieser Insel vorhanden sein. Das können wir uns natürlich auch nochmal fix hier unten in der Ecke anschauen. 310 verkaufe ich auch immer wieder ein bisschen was, alles super. Aber wir brauchen vor allem Gold. Und Gold kriegen wir nur hier mit der Goldmine in der neuen Welt. Das heißt, ab, Freunde, in die neue Welt.
Und was uns da erwartet, das sehen wir gleich. So, wir sind angekommen. Hier ist schon mal eine Rumbrennerei zerstört worden. Das ist natürlich nicht so gut. Wie viel Rum haben wir denn hier am Start? Das ist natürlich interessant. 41. An sich nicht so viel. Könnte eigentlich ein bisschen mehr sein. Können wir auch nochmal ausbauen. Gucken wir gleich, ob wir dafür einen Moment Zeit finden. Wäre auf jeden Fall ganz gut. So, das heißt, wenn wir den Rum nochmal ausbauen, dann hätten wir das Problem schon mal beseitigt, aber vor allem brauchen wir Gold. Und auf der Insel Aldi haben wir kein Gold. Das heißt, wir müssen uns eine weitere Insel schnappen, die Gold hat. Hier sind 2 Vorkommen, das wäre gar nicht so schlecht. Haben wir noch ein bisschen mehr, hier wären 4 Vorkommen. 4 Vorkommen sind natürlich besser als 2 Vorkommen. Das muss ich euch, glaube ich, an der Stelle nicht erklären. Ich gucke, ob hier noch eine Fruchtbarkeit, hier ist noch Kakao. Haben wir Kakao auch auf dieser Insel? Weil wir brauchen hier später für die Investoren brauchen wir Schokolade und dafür brauchen wir dann natürlich auch Kakao. Hier werden 7 Vorkommen, das ist natürlich Premium. Die Insel ist sehr, sehr gut. Und hier ist auch Kakao, das ist sehr cool. Ja, die Insel nehmen wir, die ist sehr gut. Bananen sind auch noch drauf, das heißt, auch hier können wir die ersten Bewohner ganz gut damit versorgen. Das heißt, wir schnappen uns diese Insel. Die ist zwar sehr nervig zu bauen, weil super viele Flüsse hier in der Mitte sind, aber ist okay. Und auch nochmal 12 Ölquellen, das heißt, hier können wir theoretisch auch nochmal mit Öl hantieren. Ah, hier ist eine ganz große Fläche eigentlich. Okay, und hier sind überall die Goldvorkommen. Alles klar, die ist richtig gut, die Insel. Das heißt, wir brauchen ein Schiff hier, was uns hier ein paar Rohstoffe hinbringt. Und das würde ich sagen, mache ich mal ganz kurz, beziehungsweise belad eins in der alten Welt, bringe das kurz hier rüber und dann sehen wir uns gleich mit einem Kondor hier. So, Freunde, da ist unser Schiff angekommen, hier mit unserem kleinen, aber feinen Gütern. Wir werden jetzt hier einen neuen Kontor bauen und haben hier eine neue Insel gegründet. Die nennen wir natürlich Edeka. Das fehlt natürlich noch hier, um unserer Supermarktlinie treu zu bleiben. So, das heißt, Edeka wurde gegründet und hat natürlich jetzt hier so ein bisschen Holz bekommen und so weiter. Also, dass wir hier jetzt mit 50 Arbeitskräften jeweils ein paar Goldminen erschließen können. Jetzt gucke ich einfach mal nach, wie viele 100 braucht eine Goldmine. Heilige Scheiße, okay. Das wird ein bisschen komplizierter an der Stelle. Jetzt müsste man mal überlegen, ob ich jetzt hier versuche, weil wir brauchen auf jeden Fall Gold, keine Frage, auch später noch für Schmuck und so weiter. Ob wir jetzt hier versuchen, nochmal eine kleine Zivilisation zu gründen oder ob wir sagen, hier auf der Insel machen wir es einfach so, wir ziehen das hier noch viel größer, hier haben wir auch Platz, werden hier deutlich größer insgesamt und bauen dann hier einen kleinen Besucherhafen. Okay, das stellt ein Riesenproblem dar, weil wir müssen jetzt auf dieser Insel auf jeden Fall eine neue Stadt gründen, denn ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, in dem großen Hafen haben wir nämlich nur den Besucherhafen, die Anlegestelle, Kanonenturm, Ölhafen und ein Öllager, aber keinen Arbeiterkai, sodass wir hier, auch hier bei denen, ist keiner vorhanden, sodass wir hier nicht die Leute rüberbringen können. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall eine hohe Obrero-Population einrichten. Wenn wir jetzt 7 Dinge haben, also mindestens 600-700 Leute, hier so eine kleine Stadt errichten und dann auch die Waren immer hin und her liefern, weil wir können nicht alles hier nochmal anbauen, sodass wir dann hier eine neue Zivilisation gründen müssen. Das werde ich einmal ganz kurz offline machen, weil das ist genau derselbe Kram wie hier quasi die Zivilisation gründen. Und das haben wir ja schon einmal durchgespielt. Das möchte ich euch jetzt nicht nochmal antun an der Stelle. Deswegen werde ich das kurz offline machen. Dann haben wir hier eine neue Zivilisation und dann können wir nächste Folge mit Gold und Strom und hoffentlich dann auch den Investoren komplett durchstarten und dann schauen wir einfach mal weiter, ob wir dann das DLC schon anfassen mit Botanica und ähnlichem, die ersten Quests machen und wie es dann insgesamt weitergeht, sodass wir dann langsam auch in Richtung Weltausstellung und den neuen Inseln dann auf jeden Fall kommen werden. So, das war heute eine kurze, knappe Folge, aber ich glaube, so ein bisschen Anno-Flair ist rübergekommen. Wir haben doch relativ viel geschafft. Hier, unsere Produktion geht auf jeden Fall gut weiter. Uns fehlen hier einige Waren, vor allem wahrscheinlich Stahl. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist natürlich immer so ein kleines Problem hier. Eigentlich ist es hier von den Rohstoffen ganz gut. Vielleicht muss man da irgendwie nochmal von anderen Inseln hin und her schieben, sodass wir da eine ausreichende Stahlproduktion insgesamt haben. Wie schaut es aus mit den Dampfmaschinen? Wie viel haben wir hier schon vorhanden? Ich gucke da gerade mal fix nach. Wo haben wir denn die Dampfmaschinen? Da 20 Stück sind schon am Start.
Das ist doch schon mal ein guter Wert. Und wir brauchen auch nur 20 für den Öltanker. Das heißt, das könnten wir sogar noch in dieser Folge eigentlich ganz gut machen. Und ich würde sagen, das machen wir auch an der Stelle noch. Wir platzieren jetzt hier einen Öltanker. Dafür brauchen wir aber auch hier einmal ganz kurz einen Fixstrom, damit der hier schon mal gebaut werden kann und somit unsere Ölproduktion langfristig sicherstellt. Das heißt, letzte Tat für heute. Wir bauen hier nochmal fix ein Kraftwerk einfach dran. So, dann brauchen wir noch Maschinen. Die brauchen wir auch nochmal hier einmal von der Mitte. Verbinden wir einmal kurz hier mit unserem kleinen Ölhafen. Und dann sollte das an dieser Stelle auch passen. Machen hier nochmal so eine Doppelspur. Das hilft manchmal ganz gut, wenn Gleise besetzt sind und so, dann kommen hier manchmal zwei Züge. Ist so ein kleiner Tipp, den ich euch auch empfehlen kann. Machen wir hier auch gleich von dem Hafen auch nochmal in die andere Richtung und dann auch nochmal hier nach oben. So, das heißt, hier haben wir dann so ein paar Gleise, wo dann verschiedene Züge auch fahren können. Und dann, wenn die Elektrizität hier quasi gegeben ist, dann wird auch hier der Hafen befeuert und dann wird unser Öltanker gebaut. Und mit dem Resultat, hoffentlich dem fertigen Öltanker, damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und der Öltanker wird hoffentlich in der nächsten Folge erblicken, euch in Staunen versetzen, wie auch immer, sodass wir dann in der neuen Welt auftanken können. Bis dahin, haut rein, Freunde. Seid hoffentlich das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dahin, ciao, ciao.